So, Ladies and Gentlemen, es geht los mit die Los. Was schreibt denn deine Festplatte die ganze Zeit hier rum? Aha. Interessant. Na gut, okay. Ja. Wir spielen Doom. Extermination Day. Mittlerweile Map, weiß nicht was. Oh. Ich rage dir gleich mal eine. So. Willkommen bei Map 25? 25. Mhm. Als wenn ich es gewusst hätte. Oh Mann. So. Wollte ich mal intelligent sein und hab wieder vollkommen verkackt. Oh, Scheiße, Alter. Ah. Oh. Ja gut, abgesehen davon, dass sich der Rauch nicht bewegt, sieht es schon echt nice aus. Wenn die jetzt ein bisschen bewegte Texturen genommen hätten, wäre es wahrscheinlich noch besser gewesen, aber... Man will ja nicht gleich übertreiben. Na, Kacke. Weg. So, das hätten wir. Und ich habe mittlerweile fast meine gesamte Rüstung verbraucht. Ach du Kacke, ey. Komm, ernsthaft jetzt? Alter, nö. Das sieht schon besser aus. So. Aha. Ist also auch eingezeichnet. Überall, wo die Wand glatt ist, ist wahrscheinlich die Falle. Heißt also, ich werde mal versuchen, darüber zu springen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aha. Na komm. So, das klappt doch schon mal relativ gut. Konzentrieren, wie weiß der Geier was? Alter, ich komme gar nicht dazu, irgendwelche Geschichten zu erzählen aus dem Leben. Ich war jetzt noch 1985, damals.
Na komm. Sieht optisch schon echt geil aus, also das muss ich erstmal echt sagen. Also bei den vorherigen Maps habe ich ja viel geflucht, weil es immer so eintönig gewirkt hat innerhalb der Maps. Aber die Map hier, sieht schon echt geil aus. Bis jetzt zumindest. Wo bist du denn? Okay. So, gehen wir nochmal hoch. Und gucken mal, ob da noch was ist. Achso. Gut, da ist bloß was Rotes. Da kann ich doch nicht hin. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Achso, ist ein offenes Feld. Das sieht von hier oben so aus, als wenn es einfach nur so ein Gott. Wow. So, gehen wir mal hoch und speichern mal ganz kurz. Als wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man hier nicht drüber springen sollte. Oh, wobei das hier schon aussieht wie ein Secret. Uah. Durch irgendwas habe ich gerade Leben verloren. Hä? Hier geht es ja doch nichts. Aber hier ist so eine ganz kleine Linie. Okay. Na gut. Oder mich hat jemand abgeschossen. Kann natürlich auch sein. Ja, da hinten zum Beispiel. Na gut, dann hatte das also gerade mit dem Wasser wahrscheinlich nichts zu tun. So. Okay. Okay. Oha, hier ist ja alles offen. Oh Gott. Aha, aha, interessant, ja. Okay. Hier geht's wieder runter. Was? Oh. Ah, versucht's nur alle.
Okay, wird nichts mehr. Ist dann weg. Tschüss. Och Mann, jetzt sind wir doch. Kommt, lass mich doch am Arsch. Ja, ich kann immer. Ja. Komm. Ist doch nicht mehr dein Ernst hier. Fotze. Kleine billige Nutte. Geht es gleich runter? Das war was zu bedeuten hat? Oh! Sieht schon geil aus. Ohne die kommen bisher, oder? Oh fuck, ey. Ah ja. Ah, zur Hölle! Ist das jetzt wieder ein Scheiß Ernst oder was? Ey, wie die kommen hier hoch? Alter Schwede. Das geht ja hier schon ganz schön ab, geht das ja. Ja, willkommen bei der Physik-Evolution von GZ Doom. Sobald ich den Bereich, also ich rutsche hier gar nicht runter, weil ich runterrutsche. So eine Physik kennt GZ Doom gar nicht, also Doom allgemein. Sondern man rutscht deswegen runter, weil man hier einen Bereich definiert hat, in dem man in diese Richtung gedrückt wird. Heißt also, man rutscht nicht runter, sondern man wird in diese Richtung gedrückt
Und weil es da aber abfällig ist, fällt man bei dem nach da gehen gleichzeitig auch runter. Und das simuliert dann das Verhalten von dem Runterrutschen. Und diesen Bereich haben wir hier scheinbar etwas zu weit definiert, weswegen dieser Bereich, wo man nach da gedrückt wird, auch schon dann greift, wenn man eigentlich noch gar nicht drauf ist. Siehst du, hier? Sobald ich drauf bin, werde ich in die Richtung gedrückt. Heißt also, man hätte den Bereich ein bisschen kleiner definieren müssen als diesen Sektor, sodass der wirklich erst angreift, wenn man praktisch runterfällt und dann auf diese Fläche rauffällt. Aber wahrscheinlich war den Entwicklern das ein bisschen zu kompliziert und die haben einfach gesagt, gut, wir machen das als einen Sektor mit den entsprechenden Nachteilen. So, da war ich bereits, da war gar nichts. Und was ist hier? Aha. What the? Alter! Was zur Hölle? Hier nichts? Schade. Alter. Die können doch nicht so erschrecken hier. Was ist das? Ach, och nö. Das ist ein fucking Puzzle. Ach, ich muss die Schalter andrücken. Also, anklicken. Ah, super. Oh Gott. Und Zeitdruck habe ich dabei auch noch. Ah, scheiße. So. Passt. Ja, ich weiß, war geschieden, aber wenn mir Doom vor Doom das Leben schwer macht, kann ich das mir auch einfach machen. Ganz ehrlich. So, hier geht's wieder steil runter und der stockert auch ganz schön. Ja, das sieht natürlich ultra scheiße aus. Naja. Aber die Brücke als solche sieht zumindest schon mal gut aus. Da ging es weiter, soweit ich weiß. Oha. Boah, Alter! Ja, nee, komm, das war natürlich jetzt ein bisschen Murks. Ach, und die natürlich wieder nicht hier. Komm, da mache ich jetzt so. Wenn ihr schießen könnt, kann ich genauso schießen. Hier ist nur das zweite Beweis dafür, wenn das die Physik-Emulation wäre. Zum Beispiel das, dass man runterfällt, wenn man keine Luft hat. Das ist ja praktisch eine Physiksimulation. Dann greift das für die Gegner genauso. Diese Effekte hier greifen aber für die Gegner scheinbar gar nicht. Ja, das ist schon hardcore scheiße. Aber ich habe mindestens einen sicheren Punkt. Kommt schon raus. Nein. Boah, Alter. Alter, das ist doch gar nicht. Da. Na komm bitte. Voll unfair, Alter, ja. Die Gegner können sich für Spiel gleich drauf bewegen. Und bei mir wird wieder gesagt, fuck you. Oh, solange ich mich mal rechts von dieser Kante bewege, dürfte mir nichts passieren. Hier kommt aber nichts mehr. Oh.
Boah, Alter, schubst mich doch nicht. Mit eurer verknackten Physik. Ne, weil ist aber gut hier. Wo sind die jetzt? Och Mann, jetzt komm. Oh wow. Alter, ernsthaft jetzt? Aha. Das ist so dumm und überaffend dämlich einfach. So. Alter. Dank gewissen Umständen brauche ich das ja jetzt nur. Das mit die Rüstung. Okay. Jetzt ist die Frage, wohin geht's weiter? Ich habe jetzt den Rotschädel, also muss ich wieder zurück. Ach ja, stimmt, da unten war ja diese rote Tür. Da. Was? Was? Ach Scheiße. So. Muss ich da jetzt drüber oder darf ich da nicht drüber? Doch, ich darf drüber. Oh, Alter. Fuck it. Ich betrachte es persönlich einfach immer so, wenn ich mit einem Sprung lang komme, dann darf ich das. Und wenn ich zwei Sprünge brauche, darf ich es nicht. Weil mein Wuteltum hat man ja diesen normalen Sprung. Und damit ist ja alles, was man mit dem normalen Sprung machen darf, eigentlich legitim. Umso behinderter ist es, dass man hier sogar ohne Sprung raufkommt und das dann aber so komisch aussieht. Also, das hätte ich besser gemacht. Ich meine, es gibt sehr viele Frameworks für Doom, wo praktisch aus einer Terrain-Map, also aus einer Landschafts-Map, automatisch eine Landschaft geformt wird. Oder einfach mal selber ein paar Polygone erzeugen und die dementsprechend anpassen von der Höhe her. Also das sieht wirklich ein bisschen sehr, sehr ulkig aus. Oder auf Nummer sicher gehen und einfach sagen, dass man diese, ich hatte ja schon mal angesprochen, dass mit diesen Line-Devs, dass das hier jede Kante praktisch eine Line-Dev ist, dass man die hier so konfiguriert, dass man hier nicht passieren kann. Das würde auch schon helfen, aber so sieht es echt komisch aus. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Arschloch. Naja, euch habe ich gern. Wo denn? Mixer. Träum mal weiter, Bitch. Ist ja nett. Ich glaube mal, das wird hier so ein Ultra-Deathmatch-Bereich. Ah. Oh, das funktioniert nicht? Okay. Ich muss also hier hin. Na dann, wollen wir mal warten, bis die Monster da sind. Okay. Ist hier alles dann verschlossen? Was? Fuck. Ja, wo denn jetzt? Was denn jetzt? Wo kann ich hinter? Nein. Ach Gott. Was? Muss ich da wieder rausspringen oder was? Nein. Alter, das geht nicht.
Gibt's hier für die Secrets? Alter, bitte was denn? Na komm, geht schon hoch. Das ist die normale Physik. Wenn man springt, kann man trotzdem ganz normal drauf laufen. Das Einzige, was simuliert wird, ist, dass wenn man runtergeht und dann zurücklauft, praktisch, dass man halt, wenn man runterrennt, weniger Haftung hat. Wenn man hochrennt und dann Kehrtmarsch macht, geht sofort. Wenn man runterrennt, hat man halt, über der Luft kommt keine Haftung mehr. Aber dass man automatisch runtergezogen wird, das gibt's halt nicht, sondern das muss halt wirklich bei Eigenschaften gemacht werden. Und da hätten sie praktisch innerhalb des großen Sektors noch einen etwas kleineren Sektor definieren können, indem sie dann diese Eigenschaft nehmen. Und damit hätten sie dann das Problem, dass man schon vorher weggezogen wird, praktisch umgangen. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm. Das ist jetzt meine persönliche. Achso, das Ding geht doch runter. Interessant. Na gut. So, jetzt haben wir die blaue bekommen, richtig? Richtig. Das heißt also, ich muss jetzt. Dankeschön. Habe ich schon gar nicht gesehen gehabt. Wieder zurück oder was jetzt? Ja, genau. Da wo da eine Impf war bei der blauen Tür, da muss ich jetzt hin. Da. Okay. Alter, die sieht schon wieder hart wie eine Falle aus. Na, das Ding geht auch leider nicht wieder. Och nö. Och fuck. Ach scheiße, der kommt ja sofort. Nein, 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 halt, halt, halt. Ja, komm, der geht am Arsch. Ja. Okay. Das heißt, ich muss sie gleich von Anfang an attackieren. Das ist nice. Dann hole ich nochmal den hier. Wow. What the fuck? Nein. Scheiße. Das klappt nicht? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Die haben wohl noch nichts von Physik gehört. Alter! Na, nimm, wie den doch mal an! Ja! Digga! Alter! Es gibt's bei Doom 1 oder Doom 2. Ne, doch, das war bei Doom 1. Ich glaube, bei der zweiten Episode. Ganz am Ende, auch so ein Battle, wo man. Ja. Praktisch jeder Teil, bei dem man kämpfen muss, auf beflecktem Raum. Aber auf so einem kleinen Raum, sind die bescheuert? Die Langeweile. Na komm, das hier irgendwo Gegner rein. Aha. Ach du Kacke, och nee. Oh oh, mein Rechner ist komplett am.
Ach so! Das, hä? Der Weg war doch bestimmt die ganze Zeit, oder? Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich einfach nur übersehen hatte. So. Tatsächlich haben wir echt übersehen. Weil kann ich es nämlich hiermit relativ einfach machen. So bin ich schwer an die Dinger dran, weißt du? Tada! Ah! Das macht die Sache doch schon wesentlich einfacher. Nein, du bleibst mal kurz hier. Erstmal gucken, ob ich jetzt hier unten alle Gegner weg habe. Aber ja, habe ich das Ding von hier auch vorher echt nicht gesehen gehabt. Ja klar, durch die ganzen Bäume hier. Ist zugegebenermaßen nicht wirklich erkennbar, dass da eine Schräge ist. Ah gut. Also das ist genau das, was ich meine, dass man durch die Bäume, weil die halt keine Transparenz haben, wie sieht das denn da aus? Also zugegeben, das sieht echt behindert aus. Warte mal ganz kurz. Sollen jetzt da Felsen sein oder was? Hä? Ja, tatsächlich. Alter. Nee, Leute, also ernsthaft. Das sieht ultra komisch aus. Das sieht aus wie, als wenn das hier so eingefügt wäre. Also als wenn man mit Photoshop hier einfach solche... Ich meine, von der Perspektive geht es sogar noch. Ja, wo auch das... Egal, komm, egal. Ist mir egal. So, dann lasst mal hier noch ein paar Monster sein. Oh! Hä? Das war schon? Ja, das war's. Gut. Hä? Plus 400? Für was denn? Na gut. Okidoki, das war's dann mit Map 25. Als nächstes kommt Map 26, Disrespect. Von daher, ciao, bis V.